Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 10 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal hier die Straße gemacht. Dann haben wir zum Schluss noch das Labor gesehen, wo die Eisenbahnen fehlen. Und um die Eisenbahnen müssen wir uns in dieser Folge dann kümmern, dass wir die bauen. Ich weiß gar nicht, hier oben war, glaube ich, das Forschungslabor. Ne, hier unten weiter runter. Ne, da ist schon ein Ding. Es war schon hier. Da ist es. Also hier müssen wir definitiv Eisenbahnen anliefern, die wir nicht haben. Und die müssen wir erstmal produzieren. Und das machen wir nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal starten. Lassen wir mal laufen. So, das Lohrbau können wir wieder zumachen. Wir müssen hier unten hin. Und zwar ist jetzt die Frage, wir haben jetzt hier Eisen für die Schmelze. Die hatten wir ja letztes Mal noch hier oben bei der Glocke gesehen, ne? Forschung abgeschlossen, Eisenverhüttung. Das haben wir gemacht, das heißt, wir müssen jetzt hier unten gucken bei Verarbeitung. Da gibt es den Schmelzofen. So, den können wir hier hinbauen. Und da müssen wir nur gucken, der braucht Kohle wahrscheinlich und dann hier das Eisen, um Eisenerz, um dann Eisen daraus zu machen. Auswurf wäre da, aber ich glaube, spielt das eine Rolle? Ne, ich glaube, das ist egal, das kann man managen, wie man möchte, ne? So, das heißt, wir haben einmal eine Zulieferung und einmal eine Wegbringen, sozusagen. Kurze Wege, dann ist das Fließband gleich voll, ne? Also bringt das auch nicht. Machen wir mal dahin, denke ich mal. So, dann müssen wir ein bisschen Draht drehen mal, damit wir das hier mehr sehen. So, brauchen wir Fließbänder. Die sind da. Den hier. Aber davon den zweiten. Den müssen wir drehen. Und der soll da loslegen, ne? Rotieren, Mehrfachbaumodus, ist Shift, Cursor, Höhe ist okay. Shift-Taste macht ja erstmal Sinn. Ach, jetzt hat er den aber weggemacht. Naja, dann nicht, aber ich brauche den nicht da, sondern okay, nee, da lassen wir das erstmal so sein. Okay, der fährt jetzt rein, ist aber nicht schlimm. Jetzt machen wir hier das Förderband dran. Ne? Und das soll nach da gehen. Und dann müssen wir hier noch die Richtung wechseln. So, jetzt kommt das Eisenerz zum Ofen. Das ist schon mal gut, ne? So, und dann brauchen wir hier eine Zulieferung. Und eine Auslieferung. Ja. Drehen wir das Ganze mal. Ich glaube, wir bauen da besser, weil ich glaube, das wird nicht so leicht sein mit einem Haus da. Haben wir denn hier Lagerhäuser? Großes Lagerhaus, Lagerhaus. Ich glaube, wir machen erstmal nur ein Lagerhaus. Ich hoffe, das gehört dann alles zueinander, ne? Nee. Hier ist die Straße, ne? Ich hoffe, das geht auch so da dran, ne? Machen wir mal eins davon. Und wir machen noch ein zweites. Ich hoffe, die gehören zueinander dann, ne? Einmal lagern wir hier Dingens ein. Die Barren. Und einmal brauchen wir hier die Kohle, ne? So ist das richtig. Und da wird der Eisenerz gemacht. So, dann müssen wir die Kohle anbinden. Da brauchen wir wieder das Fließband mit dem Dingens hier. Das geht von dort nach da. Dann passt das, glaube ich. Und dann, das läuft weg, ne? Ja, das passt. Dann drehen wir nochmal, das war die falsche Taste natürlich. Ne, machen wir mal nochmal zurück. Dann brauchen wir nochmal so ein Teil hier. Und der geht von da los.
So rum, und dann müssen wir das Förderband allerdings noch ändern. So, und dann wird da eingeliefert, ne? Ich glaube, der dreht noch falsch rum, ne? So ist richtig. So, der liefert zu, der liefert zu. Eisen ist schon da. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die Kohle hier hinkriegen. Dafür brauchen wir natürlich dann LKWs, ne? Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich hatte ungefähr so die Sicht. Und die liefern jetzt hier das an. Und die Kohle kommt von hier weg, ne? Genau. So, das bedeutet, wir machen das hier weg. Und brauchen hier die LKWs, die wir ja zurückgeschickt haben auch schon. Ja. Eigentlich müssten wir denen jetzt eine neue Route zuordnen, ne? Das bedeutet nicht bearbeiten, sondern individuelle Route, Halt hinzufügen, hier zum Kohlewerk, laden und voll. Und ich muss mal Details gehen, weil sonst holt er mir hier das Falsche weg. Da soll er die Kohle laden und dann Halt hinzufügen. Bringt er die Kohle nach hier hin, ne? Gut, und da entladen. Voll entladen. So, das ist eine individuelle Route. Ne, wir speichern als Kohle zum Melderich statt Abzweig. Machen wir erstmal. Und dann können wir den starten. Und dann ist jetzt die Frage, ja, ich glaube, wir lassen den erstmal besser fahren, oder? Und gucken, ob es dann soweit klappt. Ja, oder wir machen... Ja, wir müssen definitiv... Ich glaube, wir machen das mit dem auch noch. Und starten den auch noch. Lass mal zwei fahren. Ich glaube, zwei sind da nicht verkehrt. So, die laufen. Geld haben wir noch 38, dann können wir noch einen LKW kaufen und der wird gleich, wenn die beiden das aber schon gemacht haben. Ich glaube, das ist ja der erste hier, ne? Ja. Der holt gerade die Kohle, da kommt der zweite. Machen wir gerade einmal schneller hier. So, da kommt der erste Kohle-LKW. Ich hoffe, der lädt hier dann ab und ich habe alles richtig gemacht. Ach so, hier muss ich nur einstellen, was er machen soll oder was. Jetzt passt's. Okay, die Kohle läuft da rein. Das Erz läuft da rein. Er entlädt, das ist gut. Und hier hinten ist es auf dem Band, das ist auch gut. Hat also geklappt. So. Ersten 5 Ladungen sind da. Er füllt auf, okay. Und hier ist noch nichts drin, ist klar. 58 gehen dahin. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir dann noch einen LKW kaufen. Kaufen. Diesen kaufen wir. Und den halt hinzufügen. Bringen wir dann von hier. Laden. Voll. Halt hinzufügen und zum Dingens fahren. Hier zu dem Depot fahren und da entladen. Voll. Und dann würde ich sagen, müssen wir ein bisschen warten, bis wir die ersten 5 hier sehen. Dann fährt er hier hin und kriegt die 5 nämlich mit. Und dann passiert kein Stau. Ist denn schon einer gekommen, der da wieder liefert? Wir haben doch schon 2 hier hin. Ah, hier ist schon wieder was faul. Ja, klar. Der kann nicht laden, weil er die falsche Ware hier noch eingestellt hat. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Und der steht dafür da, ne? Ja, kommt jetzt nichts nach. Ach, es wird sogar mehr produziert.
Dann kann ich den LKW auch auf die Reise schicken, denke ich. So, das läuft, oder? Der steht da, ich glaube, das ist der, ne? Ja. So, der fährt jetzt hier hin, dann ist alles gut. Hier unten müsste ja kein Stau mehr sein, oder? Nein, die fahren alle wieder. Super. Okay. So, wie viel haben wir jetzt hier? Ist schon 7 auf Lager und es läuft. Also sehr gut, dass die Kohle nicht so viel gebraucht wird. Kann man das hier sehen? Ah, ist nur noch einer da. Aber hier ist auf jeden Fall eine höhere Produktion. Da müssen wir nur gucken, dass die Kohle da nicht nachher uns vollläuft sogar. Und der fährt schon wieder. Sehr gut. 9 Stück hat er da drin. Und Kohle kommt schon. Muss ich vielleicht sogar einen LKW von der Kohle nachher runternehmen und hier bei den Eisenbahnen drauflegen, ne? Wir könnten natürlich auch Kohle anliefern und Eisenbahnen wegbringen bei einem, ne? Ja, Kohle ist sogar noch da, wie wir hier gerade gesehen haben. Also, ja, läuft, ne? Kann man nicht anders sagen, oder? Oh, schon Zähne da. Jetzt ist die Frage, hier ist klar, wo können wir es noch loswerden, ne? Möchte nur noch irgendwer was anderes haben wie Holzbretter? Ich glaube, da müsste ein zweiter Eintracht dann sein, oder? Hier gibt es Eisenbahn. Ne, Holzbalken sind das, Holzträger, ja. Okay, dann ist erstmal hier nichts. Hier ist schon bis zur Grenze gebaut. Ja, hier ist natürlich auch noch nichts. Ja, müssen wir gucken, ob dann irgendwann Eisenbahnen irgendwo gebraucht werden, ne? Aber erstmal nicht. Aber das wird kommen mit der Zeit. Wie sieht es denn hier mit unserer Forschung aus? Ist nichts da? Schon alles aufgebraucht oder ist noch keiner angeliefert? Doch, angeliefert muss so sein, oder? Oder. Ah, nee, der kommt gerade erst. Oder ist es schon die zweite Fuhre? Kann auch sein. Aha, der dreht hier hinten ja erst immer. Es könnte sein, dass es tatsächlich erst die erste Fuhre ist, ne? Okay, der braucht natürlich ewig dahin zu fahren. Ja, das ist zu wenig, definitiv. Und wenn ich hier sehe, wie viel Kohle hier vorne vorliegt, dann glaube ich, dass wir den zweiten LKW, der hier die Kohle anliefert, umstrukturieren können, weil hier sowieso schon 28 drin sind. Wenn der gleich abgeladen hat, hier dieser hier, ne? Dann kriegt er eine neue Aufgabe. Nur der kriegt jetzt hier definitiv die Eisenbahn und der kriegt den Fahrplan von Eisen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, welches die Linie war. Die heißt wahrscheinlich anders, ne? Steht der jetzt hier? Ne. Also dieses Eisenerz zu Gre Fessen Südwest, wie heißt denn der da? Okay, jetzt wird gerade gespeichert, glaube ich. Melrich Stadt Anbau. Den gibt's hier nicht. Das hat ja wieder gut geklappt, ne? Dann schick den mal zum Depot, bevor der mir einen Stau erstmal macht. Der ist es nicht.
Den habe ich jetzt zum Depot geschickt, ne? Ja, aber der macht das auch so. Wo ist jetzt der LKW mit dem Dingens? Ist der das? Ne. Der dreht hier ganz oben oder was? Ne, da. Oh, wo dreht der denn noch? Okay. So. Der hier ist das. Das ist der. Und der Fahrplan ist eine individuelle Route. Speichern als Eisenbahn zur Meldestadt. Okay. Jetzt können wir den das hier unten auch geben. Unter Details hat er die Eisenbahn. Läuft also. Wenn der mal jetzt nicht uns irgendwo was blockiert hat, ne? Aber ich hoffe, ich habe den gestartet, ne? Ich habe den jetzt zugemacht. Ich denke, der steht hier noch drin, oder? Nee. Jetzt die Frage, wo der geblieben ist, ne? Wahrscheinlich ist der hier hinten weitergefahren. Ah, da ist er, glaub. Gut, okay. Der läuft aber auch. Der kann zu. Hier läuft. Da ist was angekommen. Ne, wir müssen bei der Labor gucken. Aber auf 1 von 100. Okay, da haben wir noch Zeit, ne? Und hier läuft. Jetzt müssen wir nur ein bisschen im Auge behalten, dass hier abgeholt wird, ne? Das ist gleich voll. Hm. Da ist die Frage, wie schnell das hier läuft. Okay, das ist momentan ja alles leer, ne? Das läuft wahrscheinlich schnell, wenn die Ware da ist, ne? Ja, müssen wir schauen. Doof ist, dass die hier oben irgendwo erst immer noch drehen müssen, ne? War da einer mit Dingens? Ja, da ist einer. Und da ist schon der zweite, okay. Vielleicht müssen wir doch mehr LKWs dahin schaffen, die das bringen. Kann ich noch einen kaufen? Ja, kann ich noch einen kaufen. Der. Mach mal bitte das und fahr mal los. Ich schicke den dritten da noch hin, das hat anders keinen Sinn, glaube ich. Weil es dauert hier einfach zu lange, bis das da läuft, ne? Hat noch nicht gedreht, ne? Er ist der Erste. Der Zweite muss noch hier irgendwo sein, oder? Da. Lass mal gerade schneller laufen. Da kommt er erst wieder, ne? So, jetzt liefert er ab. Und dann kommen hier erst wieder welche hin. Und dann produzieren die erst, ne? Und der liefert jetzt hier nicht aus, doch, ne? Wie, die nehmen nicht ab? Oh. Okay, das bedeutet, hier muss ein Lagerhaus hin, wenn es geht, ne? Wo ist hier Lagerhaus? Ja, ich baue es einfach mal hin, ne? Und dann soll er die Eisenbahn da reinladen, dann sieht das auch, oder? Sonst wird das ja ewig dauern, bis der entlädt, oder? Okay, das passt jetzt gerade mal so. Hm. Da oben fährt einer. Der hat gerade entladen, okay. Machen wir gerade schneller. Da kommt er erst. So, der packt jetzt hier tatsächlich rein. Und das ist auch gut so, sonst wird der nämlich nicht weiterfahren und seinen ganzen Verkehr blockieren, ne? Okay, das bedeutet, wir sind da erstmal so weit mit durch, dass das funktioniert. Gucken, wie weit das Lagerhaus hier unten noch voll ist schon. Ah, da stehen, liegen sie schon auf dem Band, alles klar. Das bedeutet, wir müssen da viel, viel mehr noch wegbringen, aber das machen wir in einer anderen
Folge. Diese jetzt nicht. Ah, hier gibt es auch Sand, den wir noch nicht hier, glaube ich, haben. Okay, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.